Na, hast du schon eine Idee für ein Halloween-Kostüm? Nee? Ich zeig dir jetzt mal ein paar. Mein absolutes Lieblingskostüm steht nämlich hier neben mir. Die tote Braut. Einfach das alte Brautkleid von Mutti nehmen, ne? Einmal kurz von der Treppe fallen lassen und dann seht ihr ungefähr so aus. Ist sie nicht wunderschön? Du bist die schönste Braut, die ich je gesehen habe. Dankeschön. Number 2, Kostüm Bauarbeiter. Du brauchst einen Tacker? Ich tacker nicht! Du brauchst ein paar Würmer im Gesicht? Ich will dein Name! Mama, bitte nicht! Oh. Nein! Und dann brauchst du noch so eine Weste und dann brauchst du noch ganz viel Blut und du musst auf jeden Fall ein bisschen komplett gestört sein. Nummer 3. Du brauchst ganz viel Klopapier und all das. Wickelst du um deinen Körper, nimmst noch so ein paar Ketten, machst die fest. Nimmst noch irgendwie eine Plastik-Axt oder so. Und dann bist du Le Mumie. Le Mumie. Mumien reden auch nicht, ne? Tun sie nicht. Aber ich glaube, ich sollte hier langsam weg. Horrorkostüm Nummer 4. Und zwar die tote Irre. Aus der Irrenanstalt natürlich, kann man ganz einfach nachmachen, einfach eine Jacke nehmen, andersrum anziehen. Kannst du mal einfach so mit Gaffer zumachen, wenn du nicht sowas Spezielles hast. Spritzt ein bisschen Blut in dein Gesicht, fällst du mal kurz von der Treppe runter, haust den Kopf gegen die Wand und dann ist vorbei. Und so siehst du aus wie eine tote Irre. Last but not least, mein 5. Tipp für das beste Halloween-Kostüm. Als Kind wollten immer alle Jungs Cowboy sein. Das ist die etwas andere Variante. Ich würde sagen, die Halloween-Variante, der tote Cowboy. Der tote Cowboy. Man ziehe sich einen langen, dunklen Mantel an, natürlich einen entsprechenden Cowboy-Hut, macht dir noch irgendwo ein bisschen Blut, guck am besten so schräg wie möglich. Hier der Sheriffstern mit Blut natürlich mal wieder. Also wenn ein Indianer vor dem keine Angst haben sollte, dann weiß ich auch nicht.